Hallo, ganz kurze Info. Ich habe einen Teil des nächsten, also des folgenden Parts verloren, aber darin ist nichts passiert. Ich habe mit Palim Palim ein anderes Palim Palim passiert. Und dieses Palim Palim und mein Palim Palim haben nur Wickel eingesetzt. Erzählender Kampf, aber sonst ist nichts passiert. Ihr könnt mir da ruhig glauben. Also dann viel Spaß. Denn ich war, während vorhin ich oft trainiert habe, war ich in Skype und jetzt, damit wollte ich einfach jetzt nochmal verhindern, dass ich nicht das Mumei aufnehme, sondern halt Skype. Also, achso, ich muss jetzt heilen. Sorry, sorry. Und wie gesagt, uns tut mir leid, dass jetzt so wird, aber ich bin das faulste Fenster so zu machen. Und das ist sehr laut. Aber wie gesagt, ich will dieses Palim Palim so schnell wie möglich von mir kriegen. Das Ding ist scheiße wie sonst was. Es kann Wichel und Heuler. Ich. Das ist. Ihr habt's gerade. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, doch muss ihr aber ins Offscreen-Training. Dieses Palim Palim, das Gegner war, Alter. Das war. Boah, das war mehr als so nervig, ja? Bah! So, komm. Jetzt bereiten wir uns besser vor. So. Bla bla bla. So. Kaufen. Und diesmal bereiten wir uns vor. Und zwar kaufen nämlich 10 Pokébälle. Ja, bitte. Danke. Und zudem kaufen wir uns auch noch 5 Tränke. Dann kommen wir auf ein Gesamtgeld von noch 1500. So. Ein von 500, meine ich so. So, und jetzt. Oh nein, da ist wieder geht's es. Ich, wer bist du? Ich. Wah. Hoffentlich geht es schnell vorhanden. So, komm, komm. Komm, jetzt laber da ein bisschen. So, komm. Blablabla, hallo, du bist Geetzis. Man, Jesus, hihihi, hallo, Jesus, Jesus, ha. Lisa, am Beginn der Zeit, bla 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 bla. Halt, bitte einfach dein Maul. Ich möchte in den nächsten Encounter. Und hoffentlich ist da was Geiles. Und nicht so ein dreckiges Zeug wie Palim Palim, was Wickel kann. Wickel. Und das hat dem anderen Palim Palim einen Schaden gemacht. Ein ganz Damage Point. Bedeutet nur 10 Mal Wickel. Eigentlich nur 5 Mal. Weil. Normal Wickel zieht 1 und der dann auch noch 1, also machst du nur noch 2 Schaden, also doch 10 Mal. Als ob, Alter. So, jetzt tschüss und jetzt der Kampf gegen N. Und diesmal möchte ich nicht dieser Sorte verlieren, ich habe keinen Bock. Jeden zweiten Part wird was Neuem anzufangen. So, was jetzt ist ja gerade 4, wo ich aufnehme. Und dann blablablup. Jetzt Part 4. Dann verliere ich wieder, bin ich bei Part 5 wieder am Anfang, darf wieder alles skippen. Aber ich sag euch, wenn ich diesmal verliere, so jetzt machen wir das Video runter, wenn ich diesmal gegen End verliere, cutte ich den Anfang so, bis ich wieder bei End bin. Und ich ziehe so lange durch, bis ich den besiegt habe. Das regt alles, wollte ich mich verarschen? Ja, genau. Warte. Das hat eine Explosion, hoffe ich. Los, töte bitte Palim Palim. Ich will es nicht haben. Bitte, bitte hab nur Explosion. Bitte. Explosion. Oh, Stampf. Au. Au. Okay, wir machen dir schon mal kontinuierlich 2 Schaden pro Runde. Das ist nicht ganz so geil. Aber du machst uns 5 Schaden. Das bedeutet. Oh Gott, Alter. Kriegst du einfach ein Regieis. Aber sonst. Ach ja, genau. Das ist doch nicht mal Schaden. Das ist doch ein KP maximal. Und der benutzt auch zu 100% Tränke. Was ist aus dem Filu geworden? Aber ich muss richtig halt aufpassen, weil Stampfer kriegt mich dann schon gerne mal weg, ne? Scheiße, jetzt habe ich es gesagt. Jetzt wird der nächste Stampfer krittet. Gott sei Dank nicht. So. Und jetzt, da wir so schlau sind, habe ich ja Trink gekauft diesmal. Ah. Und dieses Regieis. Das hat doch auch noch Explosion, oder? Aber es. Oh, da wirst du einfach die PP von dem Ding aus.
das ist auch eine übelst gute Taktik. Wir streuen hier einfach sein PP aus. Wie viel PP hat das Stampfer? 40! Das ist doch. Alter, warte mal. Dieses Regieis kriegen wir schon klein. Also. Oh Gott. Aber das wird uns einfach keinen Schaden mehr machen, oder? Scheiße, stimmt. Ich bin froh, dass mich bis jetzt noch keiner gekrittet hat und. Ja, jetzt krittet. Komm. Komm, Regieis, kritte mich. Ja, krit. Wir sind auf gutem Wege, dieses Regieis mit einem Palim-Palim mit nur Wickel zu besiegen. Aber, wie gesagt, man darf den Morgen, man darf den Abend. Man darf den Morgen nicht für den Abend loben. Oder andersrum, man darf den Abend für den Morgen. Ach. Man darf den Tag vor dem Abend. Scheiß drauf, ich darf jetzt einfach mich nicht so hart freuen. Mal gucken, wenn es jetzt einmal krittet, ist es sowieso. Dann zieht uns nicht mehr kontinuierlich 5 KP ab. Und das würde mich schon hart stören, ja? Und diese kontinuierlichen 5 KP, die sind so schön, weil man damit so schön ausrechnen kann. Und dass die Tränke dann. Ach nee. So. Komm. Hat der schon Tränke? Alter, wenn der schon Tränke hat, bin ich so am Arsch. Alter, er krittet halt immer noch nicht. Was ist das eigentlich? Wieso krittet der nicht? Irgendwie, ich will jetzt mal kritzeln, sonst, wenn der Krit zu spät kommt, tötet er mich wieder. Dann kritte lieber jetzt. Wow, und jetzt bekommt er natürlich Max Damage. Und zieht mir 6 ab. Wie soll ich jetzt wieder auf Kontinuier? Oh, das ist so ein scheiß Ding. Ne? Jetzt habe ich nur noch 24 KP dadurch. Oh Gott, bitte benutzt keine Tränke. Hier war der Crit. Ja. Bitte. Bitte benutzt keine Tränke. Bitte. Bitte. Ja. Ja. Oh nein. Ja. Ja. Regieis besiegt. Regieis mit einem Wickel besiegt. Achievement unlocked. Und deswegen braucht auch so gut wie 0 Erfahrungspunkte für das nächste Level, also. Level 8. Level 9. Erstaunen. Level 10. Da. 4 Level durch ein Regieis. Ja! Rache! Du scheiß Grünarier! Weißt du was? Ich hole mir jetzt wieder die Träne verändern und mach deine scheiß grünen Haare zu blau. Ne, zu gelb war es, glaube ich. Keine Ahnung. Rache! Es geglückt. Solange. Ach, ich darf wieder sprechen. Solange jedoch die Pokémon in winzige Pokébälle eingepfercht werden, ist ihr Dasein nur doch unvollständig. Zum Wohl meiner Freunde der Pokémon muss sich unsere Welt von Grund auf verändern. Tschüss. Was für ein seltsamer Kerl. Aber gib einfach nicht auf. Nicht auf, was? Trainer und Pokémon helfen sich jetzt gegenseitig. Also ich werde schon mal weiterziehen. Ich möchte möglichst schnell gegen den Arena-Leiter von Orion City kämpfen. Du solltest auch versuchen, die Arena einzeln bla bla bla. Denn erfolgreiche Trainer bla bla bla. Das ist der Schritt zum Erfolg. So, ich habe angefangen. 40. Die 2 Minuten weggerechnet. 12. Alter, yo. Müsste jetzt Alpha spammen. Rache, wenn Rache ercht. Ne, Gebühr, weiß ich glaube. Alter, yo. Ihr müsst mich jetzt unbedingt so voll spammen, ja? Und dann ist wieder irgendein Streit und ich darf das regeln. Ich finde es eigentlich gut. Ich mag Streitschicht. So. Und jetzt kommt Vera wieder nach vorne, denn. Jetzt ist Vera nämlich hinten. So. Vera, Tausch. Weil Bell braucht so, wie gesagt, so gut wie 0 Erfahrungspunkte bis zum nächsten Level. Eigentlich ist das ganz geil. Und das wusste ich auch gar nicht. Alter, jo. So. Nächster Encounter. Ich scheiß hier drauf, durch die ganzen Häuser zu gucken. Ihr könnt mich mal, ich will was schaffen. Tschüss. Zack. So.
28. Mai 2016. Richtig. Ach, warum? Ich will doch nur einen Encounter haben. Juli, ich bin seine Mutter. Wie geht's dir so, mein Schatz? Hast du dich schon mit deinem Pokémon-Team angefreundet? Wie ließ die ganze Reise mit ihm? Ich rufe nur mal, ich wieder deine Stimme hören wollte. Alter, ich bin seit 10 Minuten aus dem Haus, Mutter. In Ordnung, ich lege mich dann wieder mal auf. Wow. Juli, endlich habe ich dich eingeholt. Du bist ja schon weit gekommen. Vorher sagte mir, dass du wahrscheinlich auf dem Weg nach Orion City bist. Ich habe ja auch ein Geschenk für dich, Juli. Hier, probier's ja ein bisschen gleich mal an. Stimmt, Turbodreher. Geil. Wenn du die Turbodreher stimmst, bist du 0, nicht zum Ziel. Hör mal zu, ich lese jetzt so raus an. Der Scherbe, Wegkopf gedrungen, der Kastell rein, als sehen sofort. Zieh deinen Turbodreher an und renne ein bisschen Pust aus. Ich hätte sie nachher Kopf verlegt und dann mal auch mal mit dir gefunden. Ja, schau nicht eben Licht hin und wieder mal aufzuräumen. Du bist nicht allein, du weißt doch ganz genau, hoffentlich. Oder dein Pokémon Leben steht an deiner Seite und ich hoffe auch, dein Freund ist jederzeit verlassen. Vergiss deine Mutter nicht, die dich immer in ihr Herzen trägt. Jetzt dann wünsche dir mal viel Glück und Erfolg auf deiner Reise. Danke. Bist du ein Trainer? Nö. Puh. Dann nächster Encounter. Ein. Das zählt nicht. Das Pokémon habe ich schon. Ach, warte mal. Habe ich Area One-to-One Mapping angemacht? Das ist allerdings nicht ganz so geil. Lass mich raten. Du hast Wickel? Und klappt. Ach du Scheiße. Und nicht noch. Muss sich auf jeden Fall gut schwächen, weil. So eine Fangchance und du hast Tickle, das ist. Oh fuck. Ich darf es nicht zu weit treiben. Sonst zündet mich so ein wildes Stall aus. Oh, ich habe einen Premierball. Los! Premierball! Das ist nicht unbedingt so geil, gegen das Pokémon hier zu kämpfen. Oh nee. Ja, der Attacken sind ganz cool. Klammer, Tackle. Gut, ja, es sind halt die Anfang Standardattacken, aber was willst du machen, ne? Oh, ja. Man merkt, dass sein Basewert in der Verteidigung sehr hoch ist. So, einmal geht noch. Zack, Batz. Oh. Aua. Ach du Scheiße, Mann. Bitte bleib im Ball drin. Ich hab nicht so viele Tränke bei mir. Bitte. Das Ding wackelt nicht einmal. Oh oh. Oh oh. Ich verbrauche halt meine Tränke gegen ein wildes Stalos, also. Das ist doch ganz gut, ne? Ich meine, es macht mir ja kaum Schaden oder so, aber holy crap, Alter. Stirb. Alter. Guck mal, macht mir 3 Schaden mit dem Tickle. Das ist nicht ganz so geil und das dauert ewig, den überhaupt ein KP abzuziehen. Oh Gott. Mann, ich habe den Part schon wieder vollgepackt. Und ich bin ungefähr 3 cm gelaufen. Ah. Immer noch nicht mal gelber Bereich, da wollte ich mindestens hinkommen. Aber jetzt komme ich in den gelben Bereich, oder? Easy. So. Gelber Bereich, hier komme ich. Und hier kommt auch schon der erste Pokéball. Und du bleibst da eh nicht drin, also worauf ich. Aber ich mach's für Lugia, AB. 1. Mensch, scheiße. Oh. Härtner? Macht dir ja gar keinen Schaden mehr. Wenn ich zu weit komme, muss ich dich noch besiegen. Ja, wie denn eigentlich? Ich mach dir doch keinen Schaden. 1. Wie geht's nochmal Fangchance auszurechnen? Keine Ahnung, bin ich jetzt zu faul für. Die Fangchance von so einem Stalos auszurechnen, Alter. Komm, bleib bitte drin. A, B, 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 A,
funktioniert das nicht. Knapp. Ich muss es aber riskieren. Bitte bleib doch einfach in dem Pokéball drin. Alter, warum krieg ich denn hier? Ja! Au. Oh Gott, ich muss jetzt wieder heilen. Mein letzter Trank geht für ein wildes Stahles drauf, was total unfähig ist, mich. Oh Gott. Okay, jetzt mache ich dir keinen Schaden mehr. So. Okay, komm. Pokéball. Und. Ends. Alter, warte, das gucke ich jetzt kurz nach. Also, hä? Ah, es geht nicht, schade. Oh, noch ein Härtner. So, hat kurz geleckt, weil ich den Internet aufgemacht habe. So. Hä? Unten B. Eins. Och, man, Alter. Stalos. So. Ja, bliblablub. Bliblablub. Fangchance. Steht hier leider nicht dabei. So, gehen wir mal. Stalos. Fangchance. So. Währenddessen werfen wir mal wieder einen Pokéball. Bleib doch einfach drinnen. Och Mann. Also. Fangchance. Da. 3,3%. Nein, warum? Ja, du wirst jetzt auch nicht zu helfen. Oh. Warte, das Item hole ich noch. Apitop. Aber Leute, dann würde ich sagen, falls euch der Pod gefallen hat, lasst eine Bewertung da, konstruktive Kritik in die Kommentare. Ich verabschiede mich und sage ciao.